Ich weiß, vieles geht gerade, oder fast sehr, sehr viel, geht gerade so ein bisschen an mir vorbei. Und damit willkommen zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ihr habt es sicherlich schon mitbekommen. Im Moment sehr, sehr wenig Videos und auch sehr, sehr wenig Clash of Clans. Sagen wir mal so, die Livestreams habe ich noch so ein bisschen eingehalten. Ich wollte eigentlich nochmal einen Angriff hier sehen. Aber vieles geht im Moment doch so ein bisschen, gerade was das Spiel angeht, an mir vorbei. Das ist sicherlich dem geschuldet, dass ich halt weniger Zeit habe im Moment und wie der ein oder andere schon weiß, verlasse ich diese Zentrale hier. Ihr seht jetzt auch im Hintergrund ist schon gar nichts mehr und es hallt hier auch ganz schön doll jetzt gerade, oder es fängt ja an zu hallen, weil hier auch noch schon viel Mobiliar raus ist. Ich habe auch eine kleine Roomtour gemacht gehabt durch die Baustelle hier die Tage und bin also zum Monatsende nicht mehr hier unter dem Hausdach, sondern so ein paar Straßen weiter. Also ich ziehe jetzt nicht wirklich weit weg, sondern so 700-800 Meter in die Richtung und habe dann meine eigene Wohnung und aus der machen wir dann wahrscheinlich die Streams auch ab. Na, ich weiß noch nicht genau, ab nächstes Wochenende oder so, muss ich mal gucken. Ich bekomme am Dienstag in meiner Wohnung Internet gelegt und oder geschaltet. Und das ganze Equipment ist auch schon da, aber irgendwann ist natürlich der Zeitpunkt oder der Zeitpunkt da, wenn dann baue ich das hier auch ab, dann gibt es halt so ein Delay bei den Streams und bei den Videos, weil ich muss dies hier abbauen, komplett oben wieder aufbauen und dann wird auch ein bisschen umgebaut. Also es wird ein bisschen schicker, sagen wir mal so, nicht so chaosmäßig wie jetzt. Wenn man dann schon mal irgendwo dabei ist und kann von Grund aus was Neues aufbauen, dann sollte man es auch vernünftig machen. Und das mache ich dann auch. Aber wie gesagt, gerade game-mäßig geht bei mir sehr, sehr wenig zurzeit. Ich nehme nur mit Thorsten, glaube ich, und Avatar an den Clankriegen teil. Alle kleinen Accounts bespiele ich zurzeit so gut wie überhaupt nicht. Jetzt, dieses Wochenende ist Clanstadt, ich weiß, da werde ich auch mal wieder reinhauen. Aber bei den anderen Sachen, bei den Clankriegen, das ist mir im Moment ein bisschen zu viel. Auch wenn ich abends natürlich ein bisschen zur Ruhe komme, aber nach der Arbeit fahre ich meistens in die Bude rüber mit ein, zwei Wagenladungen und habe auch schon ganz schön viel geschafft. Aber das ein oder andere fehlt dann doch noch und kommt dann auch erst im Laufe des nächsten Monats. Und ja, wollen wir mal gucken, aber ihr solltet auf jeden Fall wissen, dass zwar viel an mir vorbeigeht, aber ich immer noch am Start bin. Und gab jetzt auch 10 Tage, glaube ich, überhaupt kein Video, weil ich auch wirklich überhaupt nicht die Muße habe, mich dann noch hinzusetzen, wenn ich abends hier recht kaputt nach Hause komme wieder und mich dann eigentlich nur noch auf mein Bett freue und dann geht es den nächsten Tag auch schon los oder geht es auch schon weiter. Aber schöner Klangkick hier gegen die Kings und Queens, die haben uns ganz schön herausgefordert, kann man so sagen. Aber der Clankrieg ist unentschieden ausgegangen. Und die haben aber auch ein wirklich knackiges Warlock mit 21, mit einer 21er Serie, die jetzt mal wieder einen grauen Balken hat. Ist nicht so tragisch. Der graue Balken ist auch bei uns. Aber dennoch seht ihr, das hier richtig krasse Truppe gewesen und war wirklich ein toller Clankrieg. Die Kombi übrigens fand ich sehr, sehr schick. Mit den Ballons kannte ich noch gar nicht. Ich meine, so ähnlich kannte ich es, aber man kann schon relativ oder richtig viel mit gut ausgestatteten Helden schaffen und auch mit einer ordentlichen Maschine und dann eigentlich relativ wenig Ballons. Im Moment natürlich ganz, ganz stark im Nutzen. Auch das geht ein bisschen an mir vorbei. Ich muss mit den Accounts wenigstens so weit spielen, dass ich mir die Ausrüstung leisten kann, zumindest mit den 4 höchsten Accounts wollte ich es eigentlich packen. Und ich denke mal, das schaffe ich auch. Das Event geht, glaube ich, noch, weiß ich gar nicht, 13 Tage oder sowas. Und aber zurzeit ist natürlich die Eventtruppe wieder, so wie letztes Jahr, wieder ultra OP, viel zu OP. Und so schaffen es dann auch viele, viele Leute mal wieder in die Dreisternigkeit, was ja auch nicht selbstverständlich ist, aber mit der Eventtruppe ist einfach mal wieder zu krank. Keine Frage. Und wir haben auch schon wieder viel gelacht darüber in den Livestreams. Seid auf jeden Fall dabei. Twitch.tv /Toto Clasht. Ich denke mal, vielleicht fällt so ein oder zwei Streams werden sicherlich noch ausfallen in dieser Übergangsphase, aber
viele sagen, ja, wir holen das dann ganz, ganz groß nach, weil Toto ist dann ja alleine und kann tun und lassen, was er will und auch so lange, wie er will. Und ja, wird sicherlich auch da eine Veränderung geben, aber ja, wie viel sind das hier? Bitteschön. Man sieht halt im Moment nur oder fast nur diese Angriffsstrategie hier. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwas anderes finde, außer die Truppe. Auch hier wurde die Truppe genommen, weil sie einfach im Moment stark ist, wer damit ein bisschen umgehen kann, mit Blitzzauber und mit den Puppies, beziehungsweise mit den Lava, ich weiß gar nicht, wie sie eigentlich heißen, muss ich gleich mal nachgucken. Aber zwar ist natürlich zur Halloween-Zeit wieder genau das Richtige. Ich finde es auch ganz gut. Mir gefällt die Halloween-Zeit hier, oder hat mir eigentlich schon immer ganz gut gefallen bei Clash of Clans. Machen die immer sehr, sehr schick. Klar, ganz von der Truppe abgesehen. Aber es gibt ja noch andere Truppen auch. Die habe ich allerdings noch kaum in Nutzung gesehen. Ich habe sie mal ein bisschen genommen. Das ist dieser kleine Fries-Minion, glaube ich. Und dann noch ein oder zwei Truppen, die es jetzt im Event gibt. Aber da müsste ich auch mal ein bisschen genauer drauf schauen. Aber wie gesagt, im Moment, selbst im Livestream, haben wir viele Kämpfe gesehen, so wie diese hier. Aber dass ich mir dann mal ein bisschen tiefer mal wieder ein bisschen Gedanken mache über Clash of Clans, das ist dann leider nicht so. Ah, ist auch nicht so schlimm. Wird wieder. Ich hoffe, dass das Video gefällt euch trotzdem und ihr habt nach wie vor Spaß am Spiel. Wird ja noch ein bisschen spannend, denn ich glaube, der 1. November ist der erste Spieltag in der Weltmeisterschaft und mal sehen, zeigen kann ich da ja nichts, aber wir können sicherlich zusammen draufschauen können ein bisschen die Livestreams schauen. Also ich schaue den Stream und ihr schaut die Streams von den offiziellen Streamern, die dort dann die WM moderieren und ich denke mal, so sehen wir vielleicht noch schöne Kämpfe, können dann auch darüber nett diskutieren und können vor allen Dingen den einen oder anderen vielleicht auch nachspielen. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich hatte mir eigentlich noch welche rausgesucht. Proxy, ja. Gut, wir hatten ja jetzt auch keine Wartung, konnte ich den noch mal zeigen. Wollte ich eigentlich auch gestern schon aufgenommen haben, beziehungsweise eigentlich direkt an dem Donnerstag. Mittwoch haben wir noch gestreamt, am Donnerstag. Heute Abend geht es noch ein bisschen weiter. Die Videofolge kommt ja jetzt irgendwann. Und ich packe jetzt gleich auch meine Sachen. Ich bin am Wochenende nicht da. Dann streamen wir heute, denke ich mal, von Chroma aus. Ich hoffe, das klappt auch so. Je nachdem, ist ja im Äußeren auch immer ein kleiner Kampf auf der Autobahn. Und so soll es auf jeden Fall erstmal ein bisschen weitergehen. Und ist ja auch ganz schick. Im Moment eigentlich der Sommer, irgendwie ist der Sommer noch da. Gefühlt heute hier 21 Grad, schönes Wetter. Und ist nicht strahlend blauer Himmel, aber wirklich wieder T-Shirt-Wetter und so. Ne? Wer schon die dicke Jacke anhatte, der konnte sie gleich erstmal wieder einmotten. Ist auch schon ziemlich, auch das ist ziemlich spooky. Ich meine, wir haben fast Ende Oktober, Anfang November. Man spricht natürlich immer vom goldenen Oktober, und der ist wirklich im Moment golden. Die Blätter fangen an, golden zu werden, aber es ist halt wirklich noch richtig, richtig schön. Schönes Wetter. Und das freut mich auf jeden Fall gerade jetzt, wo ich immer mit den Sachen so ein bisschen im Hin und Her fahren bin, dass es da nicht dauerregnet oder so. Dann hast du auch irgendwie keine Lust, weißt du, dann drehst du die Sachen nass rein, nass raus und da hast du ja auch keinen Bock drauf, weil die Masse der Sachen fahre ich alleine rüber. Man kann ja vieles abbauen. Ich habe ja alle Zeit der Welt, also ich habe jetzt keinen Druck oder so, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt hier raus sein muss oder halt in meiner neuen Bude drin sein muss. Da habe ich überhaupt keinen Druck. Und das kann ich ganz, ganz individuell für mich gestalten. Aber ich wollte auf jeden Fall nochmal ein Video gemacht haben. Vor allen Dingen, bevor ich das hier abbaue, denn ich denke mal nächsten Montag, Dienstag, Mittwoch, da fange ich an hier das Feld zu räumen und dann könnte ich natürlich noch was am Mac machen, ich weiß. Aber ich würde es da auch nicht übertreiben. Ich wollte jetzt mal kurz mal in die neuen Truppen gucken. Ich denke mal, ihr habt die auch. Da gibt es einen Barcher. Okay, der gab es letztes Jahr auch schon, ne? Den Barcher. Okay. Ja, krass. Barcher. Mhm. Dann haben wir hier noch den Hog Wizard. Okay, den habe ich auch noch nicht genommen. Der Fries, die Friesen, glaube ich, auch so ein bisschen, ne? Defensive Area Splash Ground and Air, Hit Points Damage per Second und Trainingsart 33, okay.
Was haben wir hier noch? Eine kleine Beschreibung dazu. Die kennen wir hier, die Lavalons. Ja, mit den unendlichen Puppies. Ich meine, sie sind letztes Jahr, wir haben auch darüber diskutiert, letztes Jahr sind die zum Ende nochmal ein bisschen gebalanced worden, also nochmal ein bisschen genervt worden und so, sind die aber wieder ins Spiel gekommen. Ja, ich finde, es ist eine ordentliche Truppe. Und dann haben wir hier noch den Eisminion. Den habe ich im Moment so ein bisschen am Start. Also den setze ich so, ja, hinter meine ganze Meute eigentlich. Eigentlich müssen sie ein bisschen davor, aber es sind ja auch keine klassischen Tanks, sondern eher, ihr seht das hier so ein bisschen, die Verteidigung so ein bisschen lahmlegen. Aber nicht schlecht. Im Moment bin ich immer noch mit Hexen unterwegs, ja. Hab aber auch diese komische Lavaluni-Armee hier am Start und werde gleich sicherlich nicht mehr angreifen oder doch nochmal angreifen, weiß ich noch nicht. Geben wir den Dimi hier erstmal was. Sehr cool auch übrigens, dass das hier da müssen wir gerade mal überlegen, was packen wir da mal rein. Hier so eine Hexe, ne? Hexe ist nicht schlecht. Den hier und ein Hock. So. Und schöne, viele neue Leute hier gekommen. Jetzt auch gerade nach der Liga, also auch die geblieben sind. Wir sind relativ voll. 37, das ist hier schon recht knackig, muss ich sagen. Dank dem neuen Rekrutierungstool, denke ich mal. Füllen sich so langsam auch bei euch so der ein oder andere Clan, kann ich mir vorstellen. Ich habe jetzt schon länger eigentlich nichts Negatives mehr über diese Sache gehört und ich glaube einfach, dass das positiv angekommen ist. Auf jeden Fall, an mir geht es nichts vorbei oder nicht alles geht an mir vorbei, aber es ist halt im Moment wirklich ein bisschen weniger geworden und ich hoffe, ihr freut euch, dass ihr wenigstens nochmal was von mir jetzt gesehen und gehört habt. Also es geht auf jeden Fall weiter. Vermutlich sogar genauso wie vorher auch, nur dass wir halt natürlich wieder Clash of Clans ein bisschen vermehrt spielen wollen und ich auch wieder ein paar Videofolgen mehr mache, vor allen Dingen in der Woche, da habe ich jetzt wirklich immer nur ein Video gebracht und das ist auch nicht mein Anspruch und auch sicherlich nicht euer Anspruch von einem Content Creator, der eigentlich mehr als ein Video in der Woche schaffen sollte. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, am Kanal dranbleiben und dann sehen wir uns in weiteren Folgen. Und mal sehen, ob ich noch ein Video in der alten Location mache oder dann schon in der neuen Location. Bis dahin, danke Leute, euer Toto. Clashed.